Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird beschrieben, wie Sie das Internet über ein Mobiltelefon mit einem Computer verbinden. Es gibt drei Möglichkeiten, das Internet über ein Mobiltelefon mit einem PC zu verbinden. Diese drei Möglichkeiten werden wir mit euch jetzt betrachten. Also geht es los. Verwenden Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot. Schließen Sie Ihr Telefon als USB-Modem an. Richten Sie den Internetzugang über Bluetooth ein. Ein Mobiltelefon oder Smartphone muss dazu Zugang zum Internet haben, vorzugsweise 3G oder höher. Also, wir fangen an. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die einfachste Möglichkeit, Ihren Computer mit einem mobilen Gerät mit dem Internet zu verbinden, besteht darin, Ihr Mobiltelefon in einen drahtlosen Zugriffspunkt zu verwandeln. Dies ist möglich, wenn sich auf Ihrem PC ein WLAN-Modul befindet. Ich werde dies anhand eines Beispiels für ein verfügbares Android-Gerät zeigen, aber auf anderen Geräten unterscheiden sich die Einstellungen nicht grundlegend. Gehen Sie zu Einstellungen, Modem und Zugangspunkt. Je nach Android-Version befindet sich dieses Menü im Menü Drahtlose Netzwerk, WLAN oder mehr. Gehen Sie zum Wi-Fi-Hotspot-Menü und konfigurieren Sie es. Geben Sie eben einen Namen, dies ist der Name des Punktes, unter dem er auf anderen Geräten angezeigt wird. Legen Sie im Menü Sicherheit ein Zugangspasswort fest und das Passwort selbst. Kehren Sie danach zum vorherigen Menü zurück und aktivieren Sie die mobile Netzwerkfreigabe. Im iPhone wird der Wi-Fi-Zugangspunkt als Modem-Modus bezeichnet. Sie können ihn auf einem von zwei Bildschirmen aktivieren. Einstellungen Modem-Modus oder Einstellungen Mobilfunkverbindung Modem-Modus. Gehen Sie zum Computer und klicken Sie auf das WLAN-Symbol. In dem sich öffnenden Fenster sehen wir alle verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke. Klicken Sie auf den von uns erstellten Zugangspunkt und wählen Sie Verbinden. Geben Sie das Kennwort ein, falls es festgelegt wurde, und klicken Sie auf Weiter. Die Verbindung wird hergestellt und es gibt einen Internetzugang. Um den Zugangspunkt zu deaktivieren, trennen Sie ihn einfach vom Smartphone. Sie können nicht nur einen Computer an einen solchen Zugangspunkt anschließen, sondern auch jedes andere Gerät mit WLAN, einschließlich eines anderen Smartphones oder Tablets. Die zwei Methoden eignen sich sowohl für einen stationären PC als auch für einen Laptop, wenn kein Wi-Fi-Modul vorhanden ist. Um Ihr Telefon als USB-Modem an einen Computer anzuschließen, brauchen Sie folgende Schritte zu machen. Sie müssen es mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen. Gehen Sie zu Einstellungen, Modem und Zugangspunkt. Je nach Android-Version befinden sich dieses Menü möglicherweise im Menü Mehr oder im Modem-Modus. Und deaktivieren Sie die USB-Modem-Funktion. Schließen Sie das iPhone einfach über ein Kabel an den Computer an und aktivieren Sie den Modem-Modus. Wenn Sie die erste Verbindung Ihres Smartphones mit diesem PC ist, beginnt der Computer möglicherweise mit der Installation der Treiber. Warten Sie in diesem Fall, bis die Installation abgeschlossen ist. Nachdem die USB-Modem-Funktion des Smartphones aktiviert wurde, wird das Netzwerkverbindungssymbol auf dem Computer angezeigt. Dies bedeutet, dass das Internet verbunden ist. Und der dritte Weg, meiner Meinung nach, schon ein wenig irrelevant, aber jedoch das Recht auf Leben hat. Der Zugang zum Internet über Bluetooth und das Internet über ein Smartphone mit Hilfe von Bluetooth mit einem Computer zu verbinden.
Gehen Sie zu Smartphone-Einstellungen, Modem und Zugangspunkt. Je nach Android-Version befinden sich dieses Menü möglicherweise im Menü Mehr oder im Modem-Modus. Und aktivieren Sie die Bluetooth-Modem-Funktion. Gehen Sie danach zu Computer und aktivieren Sie Bluetooth oder Verbindung. Verbinden Sie den Bluetooth-Adapter. Möglicherweise installiert der Computer einige Treiber. Wechseln Sie anschließend zu Ihrem Computer in Systemsteuerung, Netzwerk oder Freigabecenter. Adapter-Einstellungen ändern. Hier sehen Sie das Bluetooth-Netzwerkverbindungssymbol. Doppelklicken Sie drauf. Klicken Sie im geöffneten Fenster auf den Link Gerät hinzufügen. Wenn Ihr Gerät im Suchfenster angezeigt wird, klicken Sie drauf und dann auf Weiter. Der auf dem Smartphone anzugebundene Code wird angezeigt werden. Fügen Sie es ein. OK. Hinzufügen eines Geräts zu einem PC. Das Gerät wurde hinzugefügt. Wir klicken mit der rechten Maustaste drauf und wählen Connect via Access Point. Es besteht eine Verbindung. Sie können das Internet nutzen. Beachten Sie, dass die Geschwindigkeit des Internets über eine Bluetooth-Verbindung geringer ist als über WLAN oder USB. Auf unserem Kanal gibt es bereits eine ganze Reihe von Videos zu Smartphones. Ein Link zu Ihnen befindet sich in der Beschreibung. Schauen Sie, das ist sehr interessant. Das ist alles. Wenn dieses Video nützlich war, Ihnen gefallen hat, bitte Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.